So, willkommen zum 9. Türchen vom Bier-Adventskalender. Wir stechen wieder mal hier oben den Finger rein, reißen das auf und sehen diesmal kein silberner und kein goldener Deckel, sondern ein schwarzer. Was das genau ist, gucken wir uns gleich an. Erstmal den Botsch hier runter. Da, die ist auch schon wieder da und wuselt unterm Stuhl rum. Hier haben wir nämlich heute, oh mein Gott, Sleipnir. Da würde der Mathieu sich in der Pfanne rumdrehen und verrückt werden. Beer of the Gods, Wackenbrauerei, Sleipnir, schnelles, helles. Also, das ist ja was ganz Besonderes. Sleipnir kenne ich nur vom Namen her als Band, die ich selber nicht höre. Aber Mathieu damals in der Schule immer erzählt hat, er saß irgendwo auf einer Bank und so, hat so Musik gehört und da kam so ein Typ vorbei und Sleipnir finde ich gut. Das fand er so genial und als er das dann erzählt hat, da war er so stolz drauf, dass da jemand ihn dafür gefeiert hat. Ich zeige euch das aber mal hier. Wir müssen, glaube ich, den Text auch mal lesen. Die haben auch eine eigene Facebook-Seite, Wackenbier. Gucken uns erstmal das Etikett an, ganz genau. Hier seht ihr das, also richtig schwarz, ne? Beer of the Gods, Wackenbrauerei, Sleipnir, schnelles, helles. Hier seht ihr das, 0,33 Liter, Wackenbrauerei, Alk 4,8. Das ist, glaube ich, also das softeste bisher. Die anderen hatten alle mehr. Sleipnir, hier noch das Pferd dazu. Guckt auch mal hinten, hier ist eine eigene Tabelle sozusagen, eine eigene Bewertung, wenn man es so nehmen will. Alkoholgehalt 4,8, hat also 2 von 5 Punkten. Lustig, weil wir vergeben hier auch immer 5 Punkte. Dann Trinktemperatur 5 bis 8 Grad. Farbe 1,5, goldgelb. Bittere 1, dezent. Und Wackenbier, www.wacken.bier, da könnt ihr mal drauf gehen, könnt uns auch mal den Text hier noch durchlesen. Das Schlachtross Odins ist schnell und elegant, ruhig und doch kraftvoll. Sein Name bedeutet der Dahingleitende und so gleitet Sleipnir auf seinen 8 Beinen gleichermaßen über Wasser, durch die Luft und über die Länder der 9 Welten. Unser Helles erinnert an das sagenumwobene Pferd des nordischen Göttervaters. Sleipnir ist ein köstlich frischer, trinkfreudiger und ausgewogener Kumpan, der dir zuweilen nach dem Genuss des 7. Bieres zuruft. Auf 7 Beinen kann man nicht stehen. Richtig genial, also da auch eine kleine Geschichte dahinter. Da wurde sich ordentlich was dabei gedacht. Erinnert mich immer an das letzte Einhorn. Da gab es nämlich auch so ein böses Pferd, einen bösen Dämon. Irgendwas Böses, Gemeines auf jeden Fall. Das ist also richtig genial. Da bin ich jetzt hin und her gerissen. Eigentlich stehe ich ja auf schlichte Designs und eher auf helle Sachen. Die extrem dunklen kommen bei mir eigentlich nicht so gut an. Aber ich finde das trotzdem im Gesamtbild, sieht das trotzdem so herrlich aus, so detailliert auch, wie das hier oben beschrieben ist. Die Farbgestaltung mit den kleinen goldenen Umrandungen bei jedem einzelnen Buchstaben. Auch dieses schnelles, helles, diese kleine Skala hier hinten, diesen Text extra dazu. Die Werbung, das sieht wirklich schön gemacht aus und ist auf jeden Fall ein Hingucker. Da würde ich, glaube ich, für das Etikett trotzdem 5 Punkte geben, auch wenn ich sonst eigentlich nur auf die hellen Sachen stehe, also die nicht so düster sind. Trotzdem sehr schönes Etikett natürlich. Jetzt kommen wir zu Farbe und Schaum. Dazu müssen wir dem Pferd jetzt aber einen Bein abtrennen, sozusagen. Ich klopfe mal wieder und schieß weg. Hui, der ging aber ab. Da kommt der Undertaker aus der Flasche. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier, das wedelt da raus. Wir schenken auf jeden Fall wieder ein. Der Adi sucht so lange den Deckel in das schöne Bier-Tasting-Glas. So dunkel wie die Flasche ist, denkt man vielleicht, dass da ein kohlrabenschwarzes Bier rauskommt. Ist aber nicht so. Es wurde ja hinten auch von der Farbe, hat es ja 1,2 von 5 Punkten gehabt. Die haben also sicherlich in ihrer Brauerei, in ihrem ganzen Tun, noch andere Biere, die deutlich dunkler sind. Und sicherlich auch eins, was richtig kohlrabenschwarz ist.
Vielleicht kennt sich der Luca da aus, der macht ja auch schwarze Pizza. Vielleicht kann der auch schwarze Biere machen. Hier bildet sich eine Schaumkrone, mehr als mir lieb ist. Ich glaube, wenn ich den Rest reinschütte, läuft gleich alles über den Rand drüber. Aber wir kippen einfach nach. Guckt euch das an. Ist das nicht göttlich, wie schön ich das hinbekommen habe? Farbe sieht gut aus eigentlich. Ist eine sehr goldige Farbe, wie es auch drauf steht. Aber ich habe schon goldeneres Gold gesehen, wenn das überhaupt geht. Ist ein bisschen trüb trotzdem. Der Schaum sieht aber sehr gut aus. Jetzt nicht mehr, der ist gerade eingegangen irgendwie. Ich würde trotzdem also für die Farbe generell eigentlich 3 Punkte, aber der Schaum sah gut aus, deswegen vielleicht doch 4. Wir geben mal 4, weil das mit dem Schaum diesmal toll aussah, wie das noch reingelaufen ist und nicht übergeschwappt. Und es hat an sich ja trotzdem eine normale Bierfarbe. So, dann kommen wir als nächstes natürlich zum Geruch. Ich krieg's nicht gebacken, wenn da so viel Schaum immer noch drauf ist, kriege ich den jedes Mal dann in die Nase. Wie will ich denn auch riechen, wenn das Glas so voll ist? Hier oben rieche ich nichts, deswegen muss ich immer so weit rein. Weiß ich nicht. Ich finde eigentlich, es ist sehr geruchsneutral. Also entweder rieche ich jetzt nichts mehr, weil ich gerade den ganzen Schaum in die Nase bekommen habe, oder hat einfach nicht so einen eigenen Geruch. Was gibt man da, wenn man keinen Geruch wahrnimmt? Dann ist der Geruch ja nicht... Es ist kein schlimmer Geruch, aber es ist kein lockender Geruch. Würde ich für Geruch 3 geben, weil es einfach sehr neutral ist. Da müsste man dann eine 1 geben, weil es gibt keinen Geruch, also kann man auch keinen bewerten. Wir schreiben mal eine 3 hin und testen den Geschmack. Wenn es jetzt auch nach nichts schmeckt, dann kann man das eigentlich gut trinken. Aber das... ist schwer zu sagen. Wir gucken einfach mal. Vielleicht rieche ich nochmal dran, wenn ich getrunken habe. Riecht immer noch sehr neutral. Also geruchlich hatte ich bisher immer Sachen dabei, die kräftiger waren. Hätte ich bei Geruch auch trotzdem auch nur eine 2 geben müssen, weil Geruch ist ja eigentlich wichtig und eigentlich hatte ich keinen Geruch, der eklig war oder. Ich bin mir jetzt wirklich unsicher, auch gerade beim Geschmack. Komischerweise schmeckt das gerade einfach ein bisschen nach Spülmittel, also so ein bisschen bitter im Nachhinein, ein bisschen chemisch, hat aber keine so bekannte Biernote, die ich von den anderen Proben jetzt kennen. Wir probieren einfach nochmal. Da fehlt wieder dieses tiefwürzige, was ich immer hier hinten breit mache. Das ist wieder sowas, das ist hier vorne nur auf der Zunge vertreten, schmeckt ein bisschen bitter, schmeckt aber auch irgendwie ein bisschen säuerlich, chemisch, also... Das ist schwer zu sagen jetzt. Das Etikett hat mir sehr gut gefallen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, Geruch und geschmacklich reißt mich das jetzt gar nicht vom Hocker. Ich glaube, ich würde beim Geruch auch nochmal was ändern. Ich würde beim Geruch trotzdem statt der 3 eine 2 geben. Und beim Geschmack, das Schlechteste, was ich bisher hatte, beim Geschmack war eine 2. Und ich glaube, diesmal ist es sogar nur die 1. Denn letztens habe ich gesagt, es gibt sicherlich irgendwann nochmal was, was schlechter schmeckt. Und obwohl letztens das ich nicht so toll fand, fand ich das aber trotzdem noch besser als das. Und wenn das also noch schlechter ist, oder mir persönlich eben nicht so schmeckt wie das letzte. Was war das letzte überhaupt? Nee, dieses Fürst Karl Kellerbier hatte nur eine 2. Und ich finde, dass Fürst... Bier eigentlich noch ein Stück besser als das, obwohl das schon eine 2 hatte, also muss ich leider eine 1 geben. Aber das Etikett rettet trotzdem einiges. Jetzt haben wir also 5, 4, 2 und 1, sind also insgesamt 12 Punkte. Und
Damit ist es nicht auf dem letzten Platz. Wer hätte es gedacht? Denn das Etikett mit den vollen 5 Punkten und der Schaumfarbpunktpalette hat dem Ganzen noch ein bisschen was gerettet. Aber trotzdem Geschmack 1, das ist schon... Seid mir nicht böse, also sieht auf jeden Fall gut aus. Es gibt sicherlich viele, denen das auch schmeckt. Meinen Geschmack an sich hat es leider jetzt nicht so getroffen. Würde ich mir nicht unbedingt kaufen, da gibt es andere Sachen, die mir besser gemundet haben. Trotzdem werden wir es jetzt austrinken. Mit 12 Punkten, trotzdem auf dem vorletzten Platz momentan, teilt sich das Ganze eben mit dem Fürst Karl. Und trotzdem bin ich ein bisschen enttäuscht, denn beim Anblick der Flasche habe ich jetzt wirklich einiges erwartet. Das war es aber von meiner Seite aus, die letzten paar Sachen. Ich hoffe, das geht wieder bergauf. Ansonsten sehe ich schwarz, ne? Wie das Etikett. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.